Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch Cliff Empire. Huge construction completed. Das ist gut, unser Portal steht wieder. So, wir haben 17 Minuten, das ist nicht viel. Und ich schau mal, was es zu tun gibt, wenn man sich neu einloggt. In das Game ist man erstmal ein bisschen irritierend, dass man sich erstmal einen Überblick verschaffen muss. Es gibt ja keine Zusammenfassung der Ereignisse sozusagen. Okay, also hier vorne gibt es ein ziemliches Trümmerfeld. Die gebe ich frei und denke, wir sollten hier dann auch gleich neu bauen. Wie viel haben wir? 1074. Okay. Batterien sind nicht viele da. Okay. Ja, dann. Machen wir mal hier erstmal einen Raketenwerfer. Jetzt den Schildgenerator erwischt, das ist natürlich weniger schön. Hier gibt es einen Weingarten. Haben wir irgendwo Engpässe, um die wir uns kümmern müssen? Produzieren. Das Einzige, was wir nicht produzieren, ist Salat. Ja, und dafür gab es ja gute Gründe. Die Salatfarm wurde uns ja zerkloppt. Okay. Gut, dann. Hier, das kann aus. Bevor. Das Ding losgeht, sagen wir mal, einmaliger Verkauf 20, das wären ja genau 100 Credits. Oder? Batterien haben wir jetzt nicht so viel, dass wir die verschleudern könnten. Ja, und wenn es hier keinen Salat mehr gibt, dann macht auch der Markt dicht. Das ist natürlich echt schlecht. Das kann freigegeben werden. Das können sie abräumen, die kleinen Drohnen. Trading platform arrived. Es verkauft Titan. Da stoppen wir doch mal. Titan hat nichts zu verkaufen, doch. Ich sag, einmaliger Verkauf 10. Das wären 40. Und das wären 80. Okay. Dann hat das auch Priorität. Ne, dann jetzt bitte. Wie können wir die kleine Basis hegen und pflegen? Man könnte von Himmelswasser ein bisschen was ordern. Und zwar sagen wir mal einmaliger Kauf 10.
So, dann lasse ich mal einen Blick über die Statistik schweifen. Ja, diese leichte Überproduktion soll die Defizite in Himmelswasser ein bisschen ausgleichen. Das sind hier unsere Verkaufsschlager, Früchte und Trauben. Und sonst gibt es noch nicht viel. Tiny construction completed. Batterieproduktion. Ja, läuft zwar gut, aber wir müssen wahrscheinlich jetzt ohne den dritten Turm auskommen. So, Einkommen 44 nur. Wie sagen wir, einmaliger Verkauf 10. Und wir sollten von Titan aus Batterien ordern. Und scheinbar kauft Himmelswasser noch Schutt. Ich denke, das werden wir mal stoppen. So. Ja, diese Produktionsquote macht mich froh. Das ist echt gut. Batterien hätten wir. Das wäre natürlich nochmal ein Verkaufsding. Aber solange wir die selbst brauchen. Das war ja eigentlich immer meine Politik, keine Batterien zu verkaufen, weil die halt strategisch so einen großen Wert haben. Nicht viel, aber vielleicht mache ich das trotzdem. Einen neuen Schildgenerator. Gib dem die 2. So, ich stoppe und gucke, was wir verkaufen können. Wir können versuchen, hier 10 davon. Hier 4. Hier 5. Oh je. Small construction completed. Laden 2. Wir haben noch ziemlich viel Zeit. Und haben hier 7. Jetzt mit dem Auffüllen aus? Naja. Schwierig eben. Das, was die Energie betrifft, ja nicht so ergiebig. So, es wird verkauft. Ich
Ja, der Verkauf ist jetzt unsere Haupteinnahmequelle. Batterieproduktion. Ich meine, das Zeug haben wir wirklich. Wäre das nochmal eine Idee, noch eine weitere... so ein weiteres Solarpanel. Ja, ich glaube ja. Denn wenn wir hier gute Profite machen, sagen wir mal mit jedem Loop 100 Credits, das kann schon echt helfen. Das könnte wirklich helfen. Small construction completed. So, und was sind hier unsere Möglichkeiten? Also wir verkaufen Wein und Früchte. Aber wir haben einen Mangel an Arbeitskräften. So, 16 Uhr, wir schauen an. 56. Ja. Weil wir nichts haben, das ist halt das Ding. So schnell können wir gar keine Früchte produzieren. Und hier 80, ja, das ist okay, das lief gut. Dann einmaliger Verkauf. Verkaufspreis. 10 sind 40, sind 80 und das wären dann nochmal 25. So, wie sieht's hier aus? 16. Erstmal auf Stopp. Wir hätten 7 und könnten nochmal Batterien ordern. 10 für 150, nee, für 190. Ja, ist ein bisschen viel. Das bedeutet, wir können hier noch mal was bauen. Möglichst weit vorn. Ich habe ja auch darüber nachgedacht, mal so diese dritte Klippe zu besiedeln. Weil der strategische Vorteil wäre, dass sich die Angriffe dann auf die drei Klippen verteilen würden. Das würde die Last ein bisschen verringern, weil ich zögere. Ich zögere, weil dann diese... Klippe innerhalb kürzester Zeit sich so sicher machen muss, dass die halt jetzt mit diesem Riesengeschwader klarkommt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Aber vielleicht tue ich das mal. Ist ja ein Experiment. Vielleicht funktioniert das. Okay, wir haben jetzt wieder. Also noch nicht, aber gleich hier ein paar.
Trading platform arrived. Was soll verkauft werden? So, das müsste hier ein bisschen sein und hier ein bisschen. Aber noch hier. Ja, hier stimmt alles. Das bedeutet natürlich, dass wir dann noch mehr zu tun haben. Wenn wir drei Klippen managen wollen, das ist echt eine Menge Arbeit. Ich glaube, es wird unsere Möglichkeiten tatsächlich erweitern. Ja, die Bedingungen sind ja hier auch nicht dolle. Wenig Grundwasser, wenig Sonne, wenig Wind. Also. Die Frage ist, was wir wirklich davon bauen. Wahrscheinlich wirklich nur ein Wohnblock. Wie viel können da drin leben? Ach, da können auch nur 9 Leute drin leben. Das wird ein hartes Ding. Sollten wir so schnell wie möglich eine Bahnverbindung haben? So, okay. Wie sehen die Bilanzen aus? 88. Finde ich gut. Sagen wir mal gleich den nächsten Verkauf. 10. 10. Mehr gibt's nicht. Hier wollte ich aufmachen. Die können beladen werden. Oh, hier gibt's Überschüsse. Die noch nicht zum Stopp der Produktion führen, aber trotzdem heikel sind. Also hier, die mache ich auf jeden Fall. Wieso haben wir 0? Haben wir... Ach, schon wieder dieses Ding mit dem Kauf. Ah, das macht mich ja fertig hier. Ich weiß nicht, warum ich auf diese Geschichte immer wieder reinfalle. Dann sagen wir hier 15. Und dort 15. Das passiert mir echt regelmäßig, dass ich das in die falsche Liste eingebe. Also da noch mehr konzentrieren. So, wie sieht's hier aus? So, dann können wir rausscrollen. Und hier kommen sie. Vier Kreuze sehe ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fregatten. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Jäger. Okay. Schalte mal alles ab. So,
abzuschalten geht. Ja, das Portal ist natürlich exponiert hier vorne. Leider ist der runter. Portal ist weg. Na, leider nicht mehr. Die arrived nicht mehr. Okay. So, dann schauen wir uns das an. Wir haben zwei, das heißt, wir haben vier Gebäude verloren. Das ist nicht so krass, aber. Leider das Portal. Na gut. Schalt erstmal alles aus, weil wir werden. Ja, wir haben keine Batterien mehr. Müssen wir wieso erstmal laden. Okay, aber das lief gar nicht so übel. So. Dann könnte ich das nächste Portal gleich hier bauen und überlege, ob man es dann nicht mehr schützt. Genau. Wir ordern. Ja, oder 10 Einheiten davon. Gut. Dann müssen wir alles wieder anschalten. Das ist natürlich ein ganz schönes Gefummel jedes Mal. Und natürlich ist es mir schon mehr als einmal passiert, dass dabei wichtige Dinge übersehen werden. So. Kann aus, kann aus. Gut. Okay. Ja, und dann werden wir uns auch um die nächste Klippe kümmern. Das sehen wir dann in der nächsten Runde. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt beim Schauen des Videos. Ich freue mich auf die nächste Runde. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.